Ja. Wir sind ja immer noch per Du. Gell? Wir haben ja früher mal in einer Sendung per Du gemacht. Mit. Ich hoffe, das gilt immer noch. Moll, wir fangen nicht mehr neu an. Eben, genau. Wir zwei schon gar nicht. Oder? Nein. Also, eben, Toni, wir haben ja früher noch schon immer miteinander darüber diskutiert, wer von uns den grössten Scheissjob hat. Oder? Bist es du oder sind es wir? Bist du da zu einem Ergebnis gekommen, eigentlich, zu einem neuen? Ich habe einfach festgestellt, dass wir beide an den Nagel hängen, oder? Ja, das stimmt. Ja, das ist wahr. Ja, es kommt darauf an, an welchen Nagel. Oder? Genau. So der... Gut, wir hängen an öffentlich-rechtlichen Nagel anhängen und du, also SVP ist ja privat finanziert, glaube ich, oder? Vom, ja. Von, eigentlich, genau. Von einem ich Unternehmer eigentlich. Ich weiss nicht, ob du auch schon gespendet hast. Ja. Nein, jetzt jetzt gibt es eben noch, du gibst das Präsidium ab. Was ist der wahre Grund? Ich meine, ich weiss, du hast gesagt, du willst wieder mehr Zeit haben, Zeug und so, aber du weißt genauso, dass du bei uns als einziger Ort kannst wirklich ehrlich sein. Was ist der Grund? Also, es ist mir ja aufgefallen, als ich 2008 bekannt gegeben, dass ich als Präsident kandidiere für die SVP. Sie sind ihr sofort hinten und haben da die Sendung. Ja. Gerade sofort, oder? Das ist richtig, auch 2008. Jetzt habe ich es bekannt gegeben, dass ich das Präsidium werden aufgeben. Und was machen die zwei? Oder? Sofort. Ja. Hört auf mit dieser Sendung. Also, ja. Eigentlich macht ihr mir immer alles noch. Und jetzt kennt ihr auch den Grund, warum ich höre. Ja, das stimmt. Auch da ist die SVP wieder allen einen Schritt voraus. Gott, denk doch mal. Ja, ich bin immer gefragt worden, was könnte man denn da bei der SRG noch ein bisschen auffrischen und so. Und ich gesagt, jetzt wir müssen den Sonntagabend wieder freigeben für jüngere Kräfte. Und darum habe ich einfach gesagt, es wird ja nicht lang gehen, wenn ich meinem Präsidenten Rücktritt gebe, dann, dass er hinten nachkommt. Und es ist etwa zwei Wochen gegangen. Ja, das ist richtig. Ja, das ist aber du machst jetzt das Gegenteil. Bei dir wird jetzt ein älterer Nachfolger. Was ist denn da schief gelaufen? Ja, kennt ihr eure Nachfolger schon? Nein, wir sind auch so, die es nicht gerade bestimmen. Oder? Aber bei euch ist es ja... Das ist eben ein grosser Fehler. Kann man bei euch sagen, dass ihr eure Nachfolger einfach selber gerade durchsetzen? Ja. So. Also, es ist ja so. Es ist eben noch interessant. Ich hätte auch nichts sagen müssen. Ich hätte nicht einen Namen ins Maul nehmen und am Schluss wären wir gleich beim Albert Rösti gelandet. Ah. Ich dann hätte es einfach der Blocher gesagt, oder der Name? Dann wäre es wieder aufs Gleiche raus. Er war mein Wahlkampfleiter. Wir haben letztes Jahr ein erfolgreiches Jahr gehabt, haben die Wahlen gewonnen. Er hat da ganz eng mit mir zusammengearbeitet. Ist ein tipptopper Mann, der wird das wunderbar machen. Jetzt geht es aus in die Kantonalsektionen. Vielleicht gibt es ja noch Kampfwahlen, ich bin ja nicht dagegen. Aber es ist bei uns so, es ist ein bisschen wie bei euch da. Es reißt sich ja eigentlich auch niemand darum, sondern das wird ja. Wie ist eigentlich mit dem Nachfolger? Würde er auch gerade wieder aufhören, wenn unsere Nachfolger wieder aufhören? Oder kann man das nicht so... Ja, ich habe mir noch überlegt, was wäre jetzt, wenn ihr... euch gleich anders entschieden hättet. Wobei ich ja schon sicher war, dass, wenn ich den Rücktritt bekannt gebe, dass er angeht. Aber ich glaube, der Albert Rösti hättest du machen müssen. Mike Müller hat ja mich gemacht. Ja. Und jetzt, wo ich langsam ein bisschen näher komme... Ja, langsam. Ich kann dir ja sagen, warum der Albert Mike... Albert Rösti wäre jetzt einzig für dich. Ja, das stimmt. Ich kann dir sagen, warum der Mike aufhören will. Er hat gesagt, ich höre auf, bevor mich der Toni Brunner überholt. Und, ja, das ist genau. Also aber bleiben wir noch ein bisschen bei eurem Lieblingswort jetzt bei der Durchsetzung, oder? Also die Durchsetzung ist ja jetzt mit dem Aschi ein bisschen schief gelaufen im Bundesrat, oder? Der hätte da ja gern drin gehabt, dann hat er gedacht, dann nehmen wir irgendeinen Aussenseiter aus dem Tessin, dann noch irgendeinen aus dem Walschen, den niemand kennt, und dann wählen alle, dann müssen sie fast den Aschi wählen, aber die Durchsetzung ist euch ein bisschen verreckt. Das war eben eine Finte. Wir haben doch einfach ein Ziel gehabt. Wir haben gesagt, wir wollen auch mal einen Bundesrat aus der latinischen Schweiz. Entweder ein Roman oder ein Tessiner.
Das ist euch dann noch eingefallen, nachdem wir die Bescherung hatten. Wie können wir das bewerkstelligen? Also tun wir den Raschi noch nominieren. Ja, okay. Aber kannst du sagen, nicht schlecht, oder? Ja, es glaubt das aber nicht. Aber gut gesagt. Aber bei den Bundesratswahlen sagen wir jetzt seit etwa 15 Jahren, jedes Mal sie gefunden waren. Oder das fällt jetzt langsam ein bisschen auf. Gut, wir haben das erste Mal. Ist Frau Wittmer Schlumpf auch eine Findung? Nein, auf uns ein. Das erste Mal in der Geschichte der Schweizerischen Volkspartei zwei von uns selber vorgeschlagene Mitglieder in der Landesregierung. Und das ist jetzt eigentlich eine gute Ausgangslage. Wir schauen ja für die Schweiz. Ja, aber eigentlich braucht es dann noch zwei Bundesräte. Ihr habt ja gehört sagen, wir sind auf dem Weg in eine Diktatur, oder? Ja. Also, das ist ja beängstigend, was auf uns zukommt. Wir brauchen jeden im Land, der die Demokratie schützt. Ja, und dann gehst du weg. Wir sind. Ich gehe nicht weg. Das ist doch logisch, ja. Dass aber wenn ich in einer weg Diktatur. Als Parteipräsident. Nein, wir haben in der Schweiz, wir haben hier, das ist eigentlich sehr ein ernsthaftes Thema. Warum tut man mit Verweis auf internationale Verträge, auf völkerrechtliche Bestimmungen, auf Rechtsprechung vom Europäischen Gerichtshof immer mehr Volksentscheide in der Schweiz nicht mehr umsetzen? Mhm. Wir haben ja das Problem jetzt auch am 28. Februar. Mhm. Durchsetzungsinitiative, wo wir darüber abstimmen. Ja, das kommt, oder? Ja, aber lass mal, welches Scheissvolk hätte das Zeug unterschrieben? Ja, mit vor rund 5 Jahren hat das Schweizer Volk abgestimmt, Kriminelle. Gut. Ausländer. Die sollen das Land verlassen. Also die, die nicht Äpfel gestohlen haben und früher mal ein Auto falsch packt. Ist jemals jemand, der nicht Äpfel gestohlen hat, verurteilt? Nein, jetzt noch nicht, aber nach eurer Initiative. Nein, das sind ja absurde Beispiele. Die stimmen hinten und die vorne nicht. Nein, die stimmen da nicht. Die stimmen nur noch. Aber los mal, wir müssen das einfach grundsätzlich anschauen. Mit der Durchsetzung ist ja so, gut, dann tönt ihr da die Gesetze, die euch nicht passen, ändern, aber mit dem tönt ihr gerade noch die Justiz auch noch gerade abschaffen. Nein, dann brauchen wir ja die Richter nicht mehr. Das hat jetzt wieder mit der Diktatur zu tun. Die Richter maßen sich an, immer mehr Gesetzgebung einzufunken. Wie so sicher? Ja, man muss es halt auch über die Schweizer Bevölkerung wieder daran erinnern. Halt, wir haben die oberste Rechtsprechung, das ist die Verfassung. Und das sind nicht einfach Urteile, die sich Richter darüber hinwegsetzen können, wenn das Schweizer Volk sagt, beispielsweise Kriminelle, die sich nicht an unsere Regeln halten, die hier Gäste sind, die sollen das Land verlassen. Ist aber ein bisschen allgemein formuliert. Ja, Vergewaltiger, Mörder, wir haben den Deliktekatalog aufgeführt. Aber das ist ja bis jetzt schon. Ist ja unbestritten. Es wird ja jetzt das Parlament. Was ich nicht will, ist eine Willkommenskultur in der Schweiz für Kriminelle. Ah, was? Nein, das würde ich nicht. Ist das so? Und ist höchstens WEF, aber nicht das Das Schweizer Volk hat ja vor 5 Jahren eben auch einen Gegenvorschlag abgelehnt, wo drin gestanden ist, dass eigentlich wie eine Härtefallklausel. Und was hat das Parlament gemacht in der Umsetzung zur Ausschaffungsinitiative von kriminellen Ausländern? Hat man genau wieder eine Härtefallklausel, wo der Richter im Einzelfall kann entscheiden, soll jetzt jemand ausgeschafft werden oder nicht? Da kann er natürlich das ganze Gesetz und auch die Verfassung aushebeln, weil am Schluss wird wieder praktisch nicht alles aushebeln. Er hat dort genau auch Anweisungen. Sie könnten es ja heute schon machen, aber es wird viel zu wenig. Aber Härtefall und Einzelfall, dass ihr gegen Einzelfall sind, ihr, die ja als Partei ein Einzelfall sind, oder von so einem Einzelfall gegründet worden sind, zum Beispiel, oder? Also, unser Gründer war der Rudi Minger. Oh, der Gründer aber nicht so. BGB. Bauern, Gewerbe und Bürgerpartei, der Kreis schließt sich. Der rotiert im Grab, wenn er euch sieht. Nein, er ist hier eine Revolution. Ja, aber komm, wir bleiben noch ein beim Durchsetzen. Wir bleiben noch ein beim Durchsetzen. Und zwar beim Durchsetzen nicht jetzt eure blöde Initiative, sondern. Nein, eure richtige Initiative. Nein, Durchsetzen als Prinzip, meine ich jetzt. Also, angenommen, jetzt aus der Praxis. Eine von deinen Kühen ist krank, oder? Dann sagst du, da kann ich jetzt nicht lange den Einzelfall abklären, was hat sie, warum gibt sie keine Milch und so, sondern ab ins Schlachthaus. Nein, so ist es eben nicht. Ah, dann bist du aber doch so ein Weicher, der. Nein. Meine Kühe sind nicht kriminell. Oh! Und darum passiert mir auch nichts.
Das kannst doch du nicht wissen. Ja. Du weißt doch nicht, was deine Kühe doch, also so haben. Ich habe eine enge Beziehung zu meinen Kühen. Ich weiss doch, wie die drauf sind. Die zocken vielleicht auf der Börse, ohne dass du das weißt. Ah, gut, nein, Wirtschaftskriminelle, die betrifft es nicht. Ich habe zweierlei. Ich habe Milchkühe, das ist von der Brauferrasse. Mhm. Was ich jetzt auch noch habe, ist eine kleine Ehringerzucht. Ich weiss von was. Walliser Kampfkühe. Die hast du aber vom Aschi bekommen. Der Aschi hat bei mir eine Kuh, der Aschi hat bei mir eine Kuh eingestellt. Also die ist bei mir ja eigentlich zur Pension. Hat er gemeint, er hätte keine Zeit mehr, weil er dann im Bundesrat ist? Nein, aber eine kleine Anekdote gibt es dazu schon noch. Er hat dann aufgeregt gefragt, wie sie heisst. Und dann habe ich gesagt, Lulu. Er natürlich sofort im Internet anschauen. Und was hat er gesagt? Lulu heisst Eritreische Stadt. Oh. Und sie ist schwarz. Oh, Scheiße für einen SVP-Präsident. Nein, nicht Scheiße. Das zeigt, wie offen wir sind. Aber jetzt mal, auf welchem Internet hat er das noch? Hat er das im Darknet noch? Er hat gegoogelt und hat gesagt, Lulu, das sei eine eritreische Stadt und ein Sexclub. Ah ja. Und wer ist eigentlich? Frissest du die Lulu jetzt dann, oder? Nein. Die Lulu hat jetzt ein Kälbli geboren. Das ist ein Stierli. Es heisst Leon. Und jetzt sind wir mit dem Thomas Aschi zusammen am Wehrweissen. Wir sind jetzt den Leon ein bisschen am Beobachten. Zucht oder Moschbröckli. Mhm. Und sind ihr da, ich nehme an, das sind euch einig, weil ihr seid ja auch immer einig. Wir sind auch in der Evaluationsphase. Momentan geht es Richtung Moschbröckli. Mhm. Es meldet sich ein Zuschauer, der sagt, ich will das Tier beim Toni Brunner lassen und monatlich ein bisschen Pension zahlen. Super. Kann man das machen bei dir? Könnte man machen, jawohl. Eine Lise. Wenn ich dir den Mike mitgebe. In der Landwirtschaft macht man Verträge immer per Handschlag. Fick doch. Machen wir das? Ja. Also, wäre jetzt das etwas? Würdest du da eine Patenschaft übernehmen für den Leon? Ich habe schon eine Patenschaft in deiner Gegend. Schon? Und zwar, ja, beim Tierschutzverein Weinfelden Bischofszell. Ja, von was für einem Tier? Von den Tieren, die Bauern nicht mehr wollen, weil sie zu alt sind, aber sie bringen es nicht übers Herz, um es schlachten. Jawohl. Und die haben dort eine Pension. Ah. Nicht? Und dort zahle ich. Und ich allen empfehle, zum Beispiel das machen, es gibt noch weitere solche Stellen, dass Kühe, wo, dass du schlachten deine Kühe, wo dir das Leben lang Milch geben. Ja, das ist ja also früher oder später wird auch das Tier wahrscheinlich mal, ja, vielleicht wird es durch eine Spritzen erlöst oder ja, so. Oder durch Herzschlag oder irgendwas. Oder einfach es fällt tot um auf der Weide, ja, oder so. Ja. Aber wieso nicht am Schluss noch ein bisschen voressen, wenn es auch essen geht? Ja, ja, natürlich. Ich bin fürs Voressen. Aber ich habe dann lieber die Jüngeren. So. Ehrlich gesagt, ja. Ich meine, denkt ein bisschen an euren Hauptsponsor. Wir sind politisch unglaublich abgeschweift. Ja, eure Sendung wird ja ausgesponsert von Schweizer Fleisch. Ja, ja, natürlich, klar. Ja, Schweizer Tofu, ich weiss warum. Ja, ja, genau. Nein, wir haben den. Wir schaffen das. Ja. Gut, das ist der Fleischvergleich, ein bisschen eikel. Okay. Toni, jedenfalls. Wir wünschen dir natürlich alles Gute. Die nächste Initiative, da wird die Abstimmung sowieso verlieren. Da brauchst du noch ein bisschen Kraft, oder? Also, wenn jetzt alle, die da sind und zuschauen, wirklich Ja stimmen zur Durchsetzungsinitiative, dann tun wir nichts anderes machen, als was man vor 5 Jahren Schweizer Volk schon gemacht hat. Ja. Tut man den Politikern die rote Karte zeigen und zeigt ihnen jetzt. Ist das vor 5 Jahren, nicht vor 500 Jahren? Die Sicherheit in der Schweiz erhöhen. Und das wäre doch etwas wirklich Sinnvolles. Okay, da würden wir uns nie einigen, Toni. Aber ich will dir trotzdem ein Abschiedsgeschenk geben, falls du den Mike vermissest und du weißt nicht mehr, was du tun, weil du jetzt ja dann so viel freie Zeit hast, darfst du ihn ein bisschen basteln. Vielen Dank, Toni, dass du bei uns warst. Das ist der Toni Brunner. Vielen Dank für das Gespräch.